Damit willkommen zurück, Leute, zu Frostpunk. Wir haben eine Nachricht. Einige wollen gehen, die Londoner. Ach, jetzt sind wir da wieder angekommen. Die Londoner, ja, okay, das wissen wir schon. Das hatten wir letztes Mal auch schon gehabt. Jetzt müssen die Leute hier wieder. Hoffnung müssen wir steigen. Okay, Leute, Pause. Pause. Wir haben immer noch 5 Obdachlose, darum müssen wir uns kümmern. Aber das ist gleich erledigt, wenn das Haus hier fertig ist. Es ist hier halt nur recht kalt. Ich hätte gerne die Generatorreichweite zumindest. Da brauche ich 20 Holz für. Wir haben Kranke. Das dürfte eigentlich machbar sein. 5 von 5. 5 von 5. Ja. Eine dritte Sanitätsstation wäre angebracht. Wir schicken erstmal die Speer los. Beziehungsweise gucken, was hier ist. Oh, ja. Lass die Bären in Ruhe. Die Bären werden die Überlebenden töten. Riskiert einen Angriff. Wir versuchen es, komm Leute. Die Speer könnten sterben. Also die Speer werden angeschossen, sich die Leute in der Höhle an. Gemeinsam konnten sie die Bestien verjagen. Bedauerlicherweise erlagen Speer und Verletzungen. Die Überlebenden aus der Höhle machen sich anhand einer Karte, die sie bei den Speeren gefunden hatten, auf den Weg zu unserer Stadt. Scheiße. Gut, wir brauchen neue Speer, Leute. Von dem wir Holz brauchen. Mist. Okay. So, Kranke ist jetzt nimmer, werden behandelt. Stellen Sie Ruhestätte für die Toten bereit. Das kann man jetzt mal machen. Das stellt nämlich wunderbar. Ach, den haben wir schon da gebaut. Gut, der muss nur gebaut werden. Obwohl, ich war gerade überlegen, ob ich den eigentlich etwas weiter wegbauen sollte. Aber nee, ich baue den jetzt dahin, weil das ist dann schön da, zentral so, ne? Gut, Ordnung, beziehungsweise Zweck sind wir immer noch dran. Da können wir nichts machen. Aktuell, das lasse ich auch so. So. Gut, dann machen wir mal. Dann machen wir mal weiter. So, sobald das Ding gebaut ist, ist es schön. Da können wir einen zusätzlichen reinpacken. Dann kriegen wir 20 und 20 dazu. Wie sieht's mit der Kohle aus? Und zwar sieht komplett scheiße aus hier. Deshalb. Friedhof errichtet. Pause. Scheiße. Obwohl. Eigentlich nicht, ne? Ich hatte ja gesagt, ich mach das hier weg. Und dann klatsche ich da, falsch. Dann klatsche ich da, ein Dings hin. Aber ich sag jetzt ganz ehrlich, ich baue jetzt einmal da einen Kohlegenerator hin. Damit der mir dann Holz macht. Damit, da muss ich das Ding nämlich nicht abreißen. Holz macht man nicht, sag ich schon Quatsch. Ich meine, Kohle. Das war das Wort. So, gib ihm. Das ist warm, das bräuchten wir eigentlich auch nicht. Das reicht erstmal auf 2. Ich muss jetzt Kohle irgendwie daran schaffen, weil das hält noch etwa 3 Tage. Baut mir das Ding fertig. Warte mal, was stand bei dem Forschungsmenü bei Rohstoff, bei dem Kohle-Dings? Macht aus gefrorenen. Quatsch, nicht Kohle. Kohle suche ich doch hier, Mann. Da. Der Kohlegenerator pumpt. Entsteht ein Haufen von 560 Kohle pro Stand der Arbeitszeit, genug für 2 Sammelstellen. Das heißt, es wäre eigentlich noch effizient, wenn wir noch eine Sammelstelle hier hinbauen würden. Mal schauen. Kalte Unterkünfte. Ja, ich weiß. Ich weiß. Beheizen wir einige Unterkünfte? Beheizen wir alle Unterkünfte. Einige. Ich muss nämlich die hier warm bekommen. Die sind kalt und die sind erträglich. Das ist das Problem. Heizung. Reichweite starten, gib ihm. Weil das brauche ich nämlich wirklich jetzt gerade. Ich hätte das Dampfzentrum machen können, ja. Aber das wollte ich jetzt gerade nicht. 95, warum? Beerdigung, beerdigt die Toten. Wer liegt denn schon hier? Jetzt gibt es hier zum Friedhofen Marsch. Oder? Wer liegt denn jetzt? Sind hier 0? Sind aktuell gerade gestorben. Also 0 Leute liegen hier noch. Schon. Aber einer beerdigt schon jemanden. Okay. So. Zack. 10 Leute dahin. Und
Gut, da sind dann Leute besetzt. Sobald das Ding hier dann arbeitet um 8 Uhr, ist ja dann gut. Kohlegenerator. Zeig mal das Tutorial dazu. Erzählt, Platzierungsbereich. Platziere sie so, dass du die Kohlegenerator in Reichweite sind. Aha, aha. Eine Sammelstelle, okay, ja gut, okay, das ist klar. Dann. So, noch steigt die Tendenz für die Londoner. Was ist das? Beerdigten Toten. Bist du weiter in dieser Schicht? Zwei Arbeiter sind nur in dieser Schicht drin? Ich hab fünf eingewiesen. Einer von zwei ist abwesend. Ja, gut, eine beerdigt wieder die Toten. Okay, das ist ja legitim. Das können die ja machen. Ist ja richtig so. So, dann überspulen wir mal die Nacht. In 5 Stunden kommen. Wir brauchen wieder neue Häuser, stimmt, ne? Moment mal. Moment mal. Zelt. Ah, mehr können wir nicht bauen aktuell. Mist. Hier haben wir noch 815 Holz, die wir damit abmachen können. Wenn wir die Reichweite mit dem Ding nochmal erhöhen, dann nochmal mehr. Und wir haben immer noch Kranke ohne Ende. Bestattungszeremonie. Die Verlust durchs Holz wird halbiert. Das wäre eine Möglichkeit. Radikale Behandlung, Lebenserhaltung. Brauchen wir aktuell nicht verlängerte Schichten? Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Überstunden verursacht Unzufriedenheit. Brauchen wir das aktuell wirklich? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Lebenshaltung brauchen wir aktuell auch nicht. Was ist das? London halt einen Zulauf. Ja, 13 haben die jetzt schon. Wir müssen die Hoffnung wieder steigern. Ich sage jetzt, wir verabschieden das. Und dann 15 Holz, 5 Stahl. Ich weiß nicht, was für eine Reichweite die Dinger hatten. Dann würde ich die nämlich hier hinbauen, wo das viel abreißt, und hier ein. Vielleicht hier so daneben. So. Ja, und da sind die 13 Obdachlosen. Das ist scheiße jetzt. So, komm, bringt mir hier Holz rein. Was ist das? 5 krank, ja Mist. Super. Super, ne? Überleben erreichen die Stadt, ich verstehe, okay. Ja, die kommen jetzt da an. Aus dem Schnee raus. Falsch. So. Ich hätte jetzt gerne. Hier ist Kohle. Was sagt jetzt die Kohlebilanz? Gut, ja, wir sind im Plus aktuell, das ist schon mal schön. Im Grunde genommen ist das Ding wirklich ein unendliches Ding an Ressourcen. So, ich hätte jetzt gerne einmal, nein, das hätte ich nicht, ich hätte gerne einmal Unterkünfte. Zack, zack, zack. So, Straße durchziehen, sobald ich 7 Holz hätte. Bis dahin könnten wir schon mal ziehen. So, das Ding konnte man schneller machen. Also ich muss hier jetzt. Das Gute ist, aktuell kommt keine Kälte, das heißt, sobald ich die 5 Unterkünfte warm gemacht habe, bleibt das auch erstmal so. 87. Ja, es ist halt arschkalt hier drin. Oder? Nee. Wir haben keine Äste drin, das ist eine Sache. Ist die Sache an sich so, die blöd ist. Ein Hunger da. Wir haben noch 87 Rationen, Kumpel. Nimm dir was. Wo ist der denn? 7 Hunger da. Was ist denn hier los? Nehmt euch was zu spachteln. 5 Kranke im Überschuss, die nicht behandelt werden aktuell. So, gleich mal gibt es Generatorreichweite, das ist schon mal schön. Oh, jetzt ist da schon mal was verändert.
Auf erträglich, ach, auf erträglich. Gut, da macht. Da müsste ich ja dann auf. Eins höher müsste ich halt wirklich noch kommen. 2 Tage müsste ich das Ganze halten. Dann sage ich jetzt Folgendes: Machen wir der Generator Leistung hinterher. Direkt. Brauchen wir sowieso irgendwann. Und dann müsste das eigentlich gehen. So, jetzt ist wieder die Kohlebilanz wieder im Keller. Wo ist halt noch 60 Kohle da? Ich würde einmal gerne. Wenn ich das Zelt abreiße, das hier hinbaue, decke ich recht viel ab. Wenn ich dann hier nochmal eins hinbaue. Den könnte ich eigentlich hier hinstellen. Mache ich schon mal. Und dann würde ich, wie gesagt, das Zelt, sobald der andere hier steht. Ich kann erstmal einbauen, das reicht ja schon mal für den Anfang. Ich muss halt nur dran denken, dass ich den anderen auch noch rechtzeitig baue. So, einmal vorspulen. Wir bräuchten neue Spiele. Wir haben nichts zu essen. Die bringen aber Nahrung rein. Was sagt die Nahrung? Ja, nichts. Nichts Gutes sagt die Nahrung, das sagt sie. Scheiße, und die Kranken gehen uns durch die Decke. Aber ordentlich. London gewinnen. Ja, ach du Scheiße. Gut, okay, 23 Stunden übrig da noch. Da kommen Ingenieure rein. Hoffnung steigt. Und das Ding ist runtergegangen. Ist gut. Wir brauchen. Ich würde noch eine neue Sanitätsstation eröffnen. Gerne. Die bringen jetzt wieder Rohnahrung mit. Wie viel bringen die mit? Zeig mir das mal als Graph an. Nutzung Essensration, also Gewinn Essensration ist dann immer dieser Peak, wenn die das einmal mitbringen. So. Dann geht's ja hier hoch. Und sobald die dann jetzt gleich zurückkommen, was sie ja jetzt sind, gab es jetzt hier diesen Peak. Schätzung. Nee, und das aktuell. Ich habe keine Ahnung. So. Ja. Was machen wir jetzt? Wie lange ist das fertig? In 7 Stunden. Das Kinderheim noch. Baue jetzt noch eine Sanitätsstation. Ist die Frage, wo baue ich die hin? Hier passt die perfekt rein. Baue ich das Ding da noch hin. Und dann gibt das Ganze wieder mehr Holz. Kann die 18. Bei der 20 Kranke schon wieder behandelt werden. Das muss nämlich dringend sein. Und das hier muss ich dringend hinbekommen, irgendwie. Ich baller jetzt Overdrive rein. Das müsste doch bis das andere fertig ist. Plus 2 in allen Wärmezonen. So. Ich soll das 2 Tage lang halten. Was ist jetzt? Rechtzeitiges Eingreifen. Okay, das hatten wir auch schon mal. Die Wachen haben das Ganze aufgefangen, das ist gut. So. Hier ist jetzt ein Wachter und der deckt diesen Radius ab. Ich würde das Zelt hier erst einmal, würde ich da Leute reinpacken. Ich würde das Zelt hier abreißen. So, wir haben keine Obdachlosen dadurch bekommen, das ist gut. Dann würde ich hier einen Wachturm hinstellen. Das wäre gut. So. Ja, Unzufriedenheit steigt, mangelnde Gesundheitsfürsorge. Ja, ich weiß, darum kümmere ich mich jetzt gerade. So, dann Ordnung, hier einen Wachturm hin. Dann ist das hier zwar nicht mit drinne, aber das geht auch so. So, und jetzt ballert das rein. Soll ich den Overdrive jetzt wegballern? Ich warte, bis das Ganze auf maximal hochgefahren ist. Wenn ich jetzt Overdrive wegmache, bleibt es auf. So.
ist gut. Okay. Okay. So, ich würde gerne etwas forschen, und zwar was Nahrung angeht. Treibhaus. Auf so ein bisschen, das ist auch noch wichtig. Das ist jetzt, glaube ich, sogar wichtiger als Nahrung, obwohl, na. Ich baue eine weitere Jagdhütte. So, ich könnte hier was Neues zum Zweck machen. Morgenversammlung. Die Morgenversammlung steigert von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an. Wachstationen. Neues Gebäude, Wachstationen mindern die Unzufriedenheit von Einwohnern, die in der Nähe leben. Die Wachen können Proteste auflösen. Die Unzufriedenheit steigt. Ich würde tatsächlich die Morgenversammlung machen. Die klingt aktuell besser. So, packe ich da Leute hin. Die Hoffnung steigt noch weiter an. Jetzt kommen gar keine neuen Londoner dazu. Das ist auch schon mal schön. Da können die Heizung auch jetzt aus. So, baut mir mal das Ding hier schnell zusammen, damit ich da noch hier Leute reinschicken kann. Das ist schön. So, ich bräuchte neue Jäger. Wie viel Holz bräuchte ich denn dafür nochmal? Ganz sicher gerne. 40, oder? Ja, ich glaube schon 40. Auf dem Weg zu einem Bauplatz, ja, okay. 10 krank haben wir immer noch, das ist Mist. Ja, mangelnde Gesundheitspflege, das ist, ich weiß, das ist Mist. Okay, das dürften wir eigentlich halten. Aktuell, so wie es scheint. So, dann baut man das hier schneller fertig. Die Jäger sind, die anderen sind nämlich schon auf dem Weg. Baller ich hier die 15 voll. Wo könnte ich denn was abziehen? Da. Ballert mir hier noch einen rein. Zack, gib ihm. So, 7 fehlende sind halt krank, ist auch nochmal scheiße. Immer noch 20 Dings pro Tag. 6 Stunden macht das Ding schlapp, scheiße. Fuck. Was? Hoffnung kehrt zurück. Ich freue mich, das zu hören. Ja, ich habe andere Probleme. 7 Kohle, 90 Kohle noch. 90. Komm. 3 Stunden noch. Bis 8 hältst du durch. Fuck. Das wird knapp. Ah! Ich will das Verbrechen nicht. Ballert mir in der Notfallschicht rein. Bringt mir die Kohle hier rein. Ah, ich glaube, das hätte auch nicht mehr. Das hätte den Lachs jetzt auch nicht mehr fetter gemacht, als er ist. Das Ding muss weg sein, damit ich wieder runterkomme, weil ich komme mit der Kohle aktuell nicht mehr hinterher. Mit dem Randschaffen. Ich habe jetzt einen doppelt so starken Kohleverbrauch. Das ist schlecht. Pro Standardarbeitszeit macht das Ding 500 Kohle für 2 Sammelstellen. Könnte aber noch eine Sammelstelle bauen. Tote durch Überarbeitung setzt die Notfallschicht für heute aus. Ja. Wie viele Tote liegen jetzt auf dem Friedhof? Einer. Timothy Whiteman. Okay. Ich könnte jetzt noch eine neue, noch eine Sammelstelle hier hinbauen. Das mache ich, glaube ich, auch. So. Funktionsfähig. Ja, Lagerkapazität ist erreicht, das ist halt so die Sache. Wo ist was? Achso. Ich könnte hier was verabschieden. Ich könnte sagen, was ist das? Vorarbeiter? Neue Fähigkeit, Vorarbeiter erhöht die Effizienz eines Arbeitsplatzes um 24 Stunden lang um 40%. Das bräuchte ich jetzt nicht zwangsweise aktuell. Ich habe Essensprobleme und anderes. Mehr.
Zusatzstoffe, das ist halt dann für den Notfall, falls man wirklich nichts mehr hat. Das könnte ich sagen. Das wird auch nochmal die Hoffnung steigern, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich müsste dringend irgendetwas für die Dings machen. Muss ganz dringend etwas für die Gesundheit machen. Was wollte ich gerade? Ausrüstung, Synthetisation, das ist gut, weil das brauche ich dringend. Leute, wir sind aber jetzt schon am Ende des Parts, aber schon 20 Minuten lang. Wir sehen uns wieder. Scheiße. Scheiße. Fuck. 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 Wir haben zwei Kohle. Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.